So, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Watch Dogs. Wie gesagt, wir haben jetzt den letzten Pizza-Auftrag, jetzt hier ein Pony. Dann sind wir aus Pony raus. Dann sind wir raus. Den Kutsch wird auch ein Motorrad bestellen sollen. Vielleicht hat's ja mein Auto. Ah ne, wir könnten ja vielleicht nochmal mit Peter einfach fahren, weil da stehen ja meistens Motorräder. Seit mehr als einem Jahr warnen wir, dass das CTOS zu leicht angreifbar ist. Wir haben auch demonstriert, dass CTOS gegen euch eingesetzt werden kann. Laut unseren Quellen kam es zu massivem Datenschlag. Eure Privatsphäre. Gesundheit. Naja. Ich glaube jetzt noch ein da zum Tetra. Da steht ja schon hier eins. Nein, hier steht heute keins. Oh, Alarm Crash! Hier sind wir der. Dass sie einen Crash nehmen können. Ja, da ist eins. Zwei, aber ich bin das sofort. So. Ich will mit der Pony noch rüber. Ja, ich weiß nicht, wie das kommt, aber wie das hier, wir wissen ja, das hat eine schöne Sprungschanze. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich kenne ein, zwei Abkürzungen, um diesen Wagen schnell abzuliefern. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich soll ihn ja nicht beschädigen. Wo steht der denn bitte? Zeit. Gut. Wir haben hier eine Düse. Nein, das ist kurze Zeit. Wir haben hier eine Cover. Ach, ist der Maschine? Okay. Nein, ich bin auf die Straße. Weg. Laut hier, das sind wieder drei und das ist ja lustig. Ja, alles ist Alarm. Ich verstehe den. Ja, da vorne. Ich hätte einen Problem über die Hauptstraßen hier. Verdammt. Ja, aber wir nachher verstehen den dann raus. Das ist schon fest gewaltet. So, was haben wir als nächstes? Ich kann meinen Motorrad nicht richten. Das Rad ein bisschen. Das Motorrad hier. So, wohin? Erstmal runter hier. Zu Blue. Direkt zu Blue. Okay, wir fahren hier lang.
Ab jetzt noch zur Straße! Den Sprung mal schmeißen sie an zur Sterne. Ah ja, der Sprung geht dahin. Wo sollst du da hin gehen? Rudert einmal durch Pony. Hallo, hallo. Jetzt wollen wir noch Pony. Jetzt haben wir alle Einwohner durch. Lass mal einen Einwohner drin. Oh, Handy. Immer alle Handy. So, wir haben es gleich. Wenn ihr gerade in der Zone spreche ich hier. Ich habe gerade eine Chance, ich sollte nicht mal was zu reden hier. Ich glaube, mein Jeep ist noch konzentriert zu fahren. Wird die Zeit drauf gerechnet? Ich glaube, wird die Zeit drauf gerechnet. Ja, GeForce. GeForce Game Driver Update. Okay, später. Ich hab die Meldung gesehen, aber eh nicht zurück. Wir haben 2 Minuten. Würde ich Transporte zu toppen aus. Ja. Nein. Nein, das probiere ich jetzt nicht, oder? Ach, ich weiß. Probieren wir es doch mal. Schafft es diese Karre darüber? Schnell, nun sieht's aus! Oh, wir haben minimal Geld am Zug gekriegt, dann kann ich das mal schaffen. Da werde ich ja minimal, also 15.000. Ab, weg mit der Karre. So, ich fahr mal gerade nochmal zu meinem Hotel. Zivilist! Ich hasse Zivilisten hier. Silber, aber egal. Weil jetzt hier läuft Gold, hallo. Und 1000 Pony ist leer geräumt. Nice, wo ist denn das Ding versteckt? Okay, Parterstwehr werden wir direkt Fremdstadt von Weiß machen, oder wie? In Parterstwehr gibt es kein einziges Ding versteckt. Schade. Ich will ja total wegfahren. Oh, da bin ich Stau, wenn das Stau da, ich nehm's mit, tschüss, bin weg. Ah ne, Fabrikstadt und Weiß brauche ich ja noch nicht, die, das brauche ich ja erst bei den nächsten Städten wieder. Dann war ich kurz halt beim Tobias, dann habe ich das Zeug wieder. Ich hab mich jetzt auf Placido S, denn's. Jamtoms sieht eigentlich auch schlecht aus, sollte vielleicht. Wie sieht's gerade aus mit Jamtoms? Nein, ich kann nicht mehr herstellen, ich habe keine Systemschlüssel. Immer eine Schnellreise in den Bunker. Wo vom Bunker aus mit dem Motorrad zur Parkastria. Aber erstmal zu Tobias. Verbrecher erkannt, gerade nicht. Mal ich meine, um wie viel Uhr ich dann diese Aufnahme, die große Aufnahme hier beende. Mit dem GeForce-Update wird die Aufnahme wohl enden. Ja, da werde ich wohl heute wird der Rechner wohl Spaß. Heute wird die große Konvertierung-Runde sein. Wenn die Konvertierung fertig ist, werde ich das neue Projekt aufnehmen. Amesa Dark Descent. Und danach Factorio 20 Folgen wohl. Mal gucken, wie viele Folgen ich machen müsste. Weil ich will mit Factorio nicht mehr den gleichen Abstand dann haben. Amesia werde ich versuchen, selber auch wieder durchzuziehen. Einmal, dass ich meine Ruhe habe, einmal. Kann man die nachverfolgen? Na klar, dass du wiederkommst. Es ist dir doch keiner gefolgt, oder? Ah, ich trenne mich nur ungern davon. Ich hab den Geld um nicht zu bezahlen. Hat sich der Millionenbetrag in einmal ein. In einer Runde schon mal. Aber sorry. Soll nicht das Wichtigste, die Millionenbetrag zu haben.
Unfall, das weiß ich aber. Okay. So thematisch, ich hab jetzt so dort den Satz setzen. Oder den Plus setzen. Wieso auch immer diese Unfall an den Unfall hier? Ich weiß, die Zustände wird nicht verwendet, aber trotzdem werde man doch mal das reparieren. Nehmen wir den da hinten zuerst. Dann haben wir diesen Konvoi. Dann eine Offizieraufträge. Oh. Ich nehme hier auch gleich den Geldtransporter. Weil hiermit mache ich keinen Verbrecherkonvoi. Wir sind bald da, wir sind bald da. Thermometer schlägt schon aus. So, wo waren die denn bloß? Was war das denn hier? Mutter angepackt. Die Person flippt ja aus hier wirklich. Wie sieht es eigentlich bei den Feuerwehrwagen aus? Ich meine, das Teil ist wirklich das stabilste, was ich habe. Das mit der Maschine. Nein, sie hat auch minimal, aber das da hier Beschleunigung. Fahrverhalten, ein Kraftfahrzeug, gepanzerter Truck. Alles vorbereitet. Viel Spaß. Es ist halt gepanzerter Truck. Also, den hol ich erstmal näher. Das ist ein scheiß gepanzerter Truck. Also. Von der Seite einsteigen kann. Nein. Das war schade. Oh, das ist auch nicht, dass du da nicht die andere Seite einstellen kannst. Was? So. Der Kerl ist außer Kontrolle. Wenn ich ihn nicht aufhalte, wird er viele Menschen verletzen. Er glaubt nicht, dass er in den Knast kommt. Ich zeig ihm mal, wie falsch er liegt. Okay, das zeigt mir mal. Aha. Wir sind dort. So etwa. Ja, wir sind genau hier bei dieser Tour, wo ich gedacht habe. Hier sind sie. Mal gucken, wo wir sie wegblockieren. Vielleicht schaffen wir es, hier vielleicht lang zu fahren, dass wir da so. Mal gucken. Bevor sie ihr Ziel erreicht, aber es steht noch ein Niederschlag, naja. Einmal rüber. Die ganze Zeit ist ja gar nichts los und ich blockiere jetzt. Alter, was mach ich denn mit dem Motor? Oh! Das Programm kann nicht mich umfahren, weil ich auf der Straße stehe. Das ist ein Problem. Nein, ich hab's nicht erfüllt, ich hab's nicht schlimm. So. Ich glaube, ich finde sie bei der schmalen Seitenstraße reinfahren, bevor sie da vorbeifahren. Das ist eine Seitenstraße des Brüssel damit. Scheiße! Das ist die Person noch lebt! Ich dachte, die ist tot. Niederschlag. Okay, wenn die jetzt hier lang fahren. Ich stelle mich in Fahrposition.
So. Oh, du kommst in den Knast. Das kann nicht wahr sein. Damit geht's ziemlich gut. Wenn du mal schaust, auch dem nächsten. Oder ja, der müsste dann auch ziemlich im Schluss sein. Wie weit ist er entfernt? Das dauert schon ein bisschen noch mit dieser Karre. Was ist das? Das ist schon die nächste. Da ist eine neue. Der gepanzerte Wagen ist nicht der schnellste. Das ist vielleicht nicht der schnellste. Für einige ist er ein Krimineller, für andere ein Held. Wir wissen sicher, dass er der Rächer ist, der seit Monaten durch die Straßen Chicagos streift. Aber wer ist Aiden Pierce? Unsere Nachforschungen ergaben Widersprüchliches. Es gibt Hinweise darauf, dass er verheiratet war. Ein anderer Bericht widerspricht dem allerdings. Wir wissen von einer Schwester, einige sagen, er hätte auch einen Bruder. Zu den meisten Spekulationen gibt es keine Beweise. Unzweifelhaft ist, dass ein junges Mädchen, Lena Pierce, bei einem Autounfall starb. Ein Unfall, der einigen als Anschlag einer Gang gilt. Falls eine Verbindung zu Pierce besteht, war dies dann der Auslöser, der diesen Mann zur Selbstjustiz antrieb. Vieles liegt noch im Unklaren. Wir berichten weiter. Von Bruder wissen wir zumindest nichts. Also, wir wissen nur von unserer Schwester was. Okay, er ist bereit, wenn du es bist. Wir haben jetzt nichts, das sozusagen, das ist, fühlt jetzt eine Frau? Aiden verheiratet? Davon wissen wir nichts. Wie tut dieser Wahn positioniert das bitte? Ich drehe den Wagen und ich habe mich schon nicht mehr anderen drauf. Kreuzung ist außer Betrieb. Jetzt hat er verletzt, aber. So eine falsche ist mich nicht mit hinter hier. Das sind echt lustige Sachen von Folge. Schluss ausgucken. Könnt ihr wie vielen Folgen habe ich denn alle Aufnahmen auch hochladen und benennen? Sie sind sicher wirklich, weil Schluss ist gerade von Folge 49 bis zur letzten Folge. Da habe ich dann alle Folgen, wenn an einen Rutsch auch dann hochladen. Das ist das Lustigste daran. Fixer arbeiten für den Höchstbietenden. Aber wenn sie einen Auftrag angenommen haben, bringen sie ihn auch zu Ende. Ich kann einen Mord verhindern, wenn ich die Typen rechtzeitig finde. Na, ich meine sozusagen dann, dass da... Ich würde jetzt diese... Wir diese ganzen Aufnahmen sind ja dann... Wenn sie dann konnotiert sind, dann würden sie dann nach und nach auch hochladen. Weil wenn sie konnotiert sind, dann würde ich halt am Miese dann den Gießen aufnehmen. Wenn das vollständig ist. Und dann noch die Factorio-Aufnahmen fertig sind, dann würde ich glaube ich dann starten. Ah, hier ist der Pizzawagen! Da will ich das von Stand starten. Die Hochladung. Ich habe keine hohe Beschleunigung. Aber ich halte euch auf. Scheiße. Können Sie alle verfolgen oder fliehen Sie? Ich hocke Geldtransporter. Komm hin! Ein Zivilist hat da richtig scheiße.
Was? Wir kommen nach! Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Ein Zivilist hat das gekostet. Scheiße. Ein Mord verhindert. Jetzt habe ich den Mord verhindert. Ja. So, das waren die. Was ich schon weiß. Jetzt liefern Maisblätter. Ah ja, du bist ja mein letzter Liefer gewesen. Ist blöd, aber. Wir sind Opfer. Schlecht neu stark. Also. Nee, geht nicht mehr. Das Teil noch das drin, ne? Vielleicht weil der Raffen dann aufgelegt wurde, haben sie vielleicht alle Sachen an einem Gold. Alter, was? Ich fahr gerade los. Ist das neues Fahrzeug? Nein, das ist kein neues Fahrzeug. Schade. Pizza, Pizza. Was ist das? Der Pizzawagen. So, das ist nett. Tier. Toast, Mensch, ich sind los. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Hier ist ein Verbrechen. Ja, ein Verbrecher. Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Das ist die richtige Position. Der Telefon. Das Opfer, scheiße. Hier ist eine scheiß Hecke. Genau dich habe ich gesucht. Das kommt von Lucky Quinn. Nein, tu es nicht. Lass das. Gut. Oh. Ich hätte gedacht, ich schaff's doch nicht mehr. Holy. Das wird eine knappe Sache. Für diese Scheiß hätte nicht höher dann. Weißt du, was digitale das ist Tricks auch sind? Die. Ach, das ist diese Gegend hier. Da kommen wir durch das Tor rein und raus. Oder wie? Nein, auch hier rüber. Digitale Trips, ja. Wissen wir nicht. Schade, nett. Keine digitalen Tipps gerade. Bloom-Forschung stellt heute ein verbessertes Verschlüsselungssystem vor. Die PR-Chefin Charlotte Gardner gab zu Protokoll, dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je. Okay, also. Die Fixer versuchen, einen Job zu beenden. Und ich fungiere als Ablenkung. Ich locke die Cops mit dem gestellten Fahrzeug an und alle sind happy.
Okay, oder? Da. CTOS. Schalte die Stents ein. Oh, eine Rampe. Schaffe ich das? Ja, wohl so. Kann's passen. Das liegt das da oben. Oh. Das hatte ich noch nicht mehr wollen. Leitstelle, wir haben Treffer beim CTOS-Gang. Flüchtiger gefordert mehr. Hey, sofort! Platz machen, 2 Minuten weiter, acht! Zu lösen aus dem Weg! Suche läuft! Hat jemand mit? Den kann ich weit gekommen sein, stöbern wir ihn auf, Leute! War das der Weg, der gehen werden soll? Das ist ja sicher nicht! Der ist jetzt ein bisschen blöd gelehnt gerade, um mich zu finden. So. Vielleicht hat man einen Schwisser? Ja, 10 auf 10 davon. Haben wir den Auftrag auch wieder erledigt. Ich glaube, hier oben haben wir gar keine Aufträge mehr, oder? Oh, jetzt hat der CDS nämlich Schlamm sein. War ja gefunden. Ich frage mich mal, was muss das ein bisschen mit arbeiten, ja. So, da geht's noch weiter. Okay, wo endet das bitte in Pony? Letzten Meter hinter mich die Polizei oder wie? Ich sehe euch hier nicht in den Gleisen. Oh, doch dich. Ich rufe Stärkung! Was? Ein Auto? Von mir auf den Gleisen? Was? Ein
Okay, wir müssen das mit Polizei abhängen, ja. Schussbahn wird blockiert. Positionieren uns neu. So. Stopp! Sofort! Nein. So schnell. Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Stehen bleiben, ich wiederhole, sofort stehen bleiben! Der hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. Los, ran! Stopp, sofort! Fuck, ein Treffer! Anhalten, ich wiederhole, halten Sie an! Halten Sie das Fahrzeug an, sofort! Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Na ja, egal, das passt nicht an, das passt am Arsch, deswegen muss ich neue Seiten nehmen. Neues Auto nehmen. Abzeigen sind im roten Bereich, ich komme zurück. Wir weiten das Suchgebiet nach Süden ab. Ein Zeichen vom Besuchten, wir drehen noch eine Runde. Ha! Entkommen! Ihr scheiß Polizei! Der Typ ist weg, wir kommen zurück. WKCTVs letzte Meinungsumfrage. Alter, Mann, wir sind da oben gestartet. Sind jetzt hier unten. Scheiß Polizei. Ne, jetzt sind wir doch einfach den da. So, was wir damit? Oh, nee. Das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Dadurch Strafe macht, ja. Was tue ich denn den Leuten an? Ich halte doch nur die Leute, den Leuten für Brecher hier. Oder Plum. Weil Plum ist eigentlich nur eine Sache, die eigentlich nur voller Mist steckt. Wir werden sie noch erfahren, wer auch noch Plum mitmischt. Oder wie unser passiert sind. So, die Chaos sind natürlich schneller. Der Wechsel war wohl eine gute Entscheidung gerade. Ich wechsle die Karre. Die hat Polizei hinter meiner Karre. Der Helikopter kommt gerade so, dass ich ihn ausschalten kann. Hallo, dein Wagen ist gepanzert. Jetzt der Hitzeauftrag für die Folge. Mein Kunde will, dass die Kerle verschwinden. Aber erstmal muss ich sie erwischen. Ich mache so schnell ich kann. Ausschalten. Das Ziel ausschalten. Die Straße ist explodiert, Alter! Diesen Wagen soll ich ausschalten? Okay. Wo willst du hin? Ich hab hier eine Flasche, für den, der den Wasser ist weggeschlichen. Sieht ihn jemand? Hallo, den Wagen nicht ausschalten, sondern von euch. Er ist vor mir. Er ist durch ein Wischbeat. Er sagt Irek. Irek? Irek ist tot. Er ist ein bisschen was alt. Irek ist ausgeschaltet.
Also, die anderen habe ich schon abgeschüttelt. Wenn ich ihnen ein bisschen die Hände geben könnte. Update. Okay, anstatt nur hier mal pennen und dann sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich beschwere, dass ich jetzt keine 40 Minuten und dann ist hallo. Okay, nur 50 Minuten war zwar dieses Projekt und Stunden, also. So, schlafen wir mal bis 2. So. So. Dritter Kopf. So. Was? Wir wollen dann den in der nächsten Folge dann. Aber dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.